Gestern war ein denkwürdiger Tag für das Schweizer Fernsehen. Die erste farbige Eigenproduktion flimmerte über den Bildschirm. Hermann Webers Doppelt oder nüt. Genau dann müssen die Sprecherinnen drankommen, weil wir können nicht noch lange Velo fahren. So, Manilak. Ja, ihr schon. Hans A. Traber, durch und durch Wissenschaftler, ließ das Ganze gelassen über sich ergehen. Regisseur Gianni Paci hingegen zog sämtliche Register seines südländischen Temperaments. So, komm, Mani ma? Okay. Ton ab! Ich seh nix. Ton ab! Ja, wenn ich komme, bist du gleich bei Örlich kommen. Ja. Außer den FERA-Besuchern, die auf dem Ausstellungsgelände die Farbschau sahen, kamen von den rund 900.000 Fernsehabonnenten nur etwa 5.000 in den Genuss des bunten Spektakels, das auch ins Tessin übertragen wurde. So klein ist gegenwärtig noch die Gemeinde der Farbapparatebesitzer. Meine Damen und Herren hier im Stadthof 11, liebe Zuschauer zu Hause am Bildschirm, guten Abend. Applaus die drei! Applaus, Applaus, schöner Applaus, schöner Applaus. Von der Größe des Aufwands für Farbsendungen kann sich jeder Besucher der Fernseh- und Radioausstellung selbst überzeugen. Im Farbtechnikraum wurde eine komplette elektronische Ausrüstung für Farbsendungen aufgebaut. Er ist für jedermann zugänglich und vermittelt einen Eindruck der Fernseharbeit hinter den Kulissen. Die Angestellten hier an der Arbeit sind Elektroniker. Schon lange vor den Programmschaffenden trafen sie im Stadthof 11 ein, wo sie die elektronischen Apparaturen für die Farbsendungen einrichteten. Elektroniker sind gesuchte Leute beim Schweizer Fernsehen. Die technische Leitung sucht deshalb Interessenten mit seriöser Grundausbildung als Techniker HTL, Elektroniker, Radioelektriker, Fernmelde- und Elektronikapparate-Monteure oder Fernmelde- und Elektronikapparate-Mechaniker. Interessenten können sich im Farbtechnikraum bei leitenden Persönlichkeiten, so auch bei Walter Meisterhans, dem technischen Leiter des Deutschschweizer Fernsehens, direkt informieren. Und zwar täglich zwischen 16 und 21 Uhr, am Wochenende schon ab 14 Uhr. Am Informationsstand stehen Dokumentationen samt Anmeldeformular zur Verfügung. Außerdem findet morgen Samstag um 16 Uhr ein technischer Vortrag über magnetische Bildaufzeichnung statt. Plätze können am Informationsstand reserviert werden.